Und dann ist Martin Wilke bereit und los geht's. Bei uns ist das eine Sache vor Raul Paula. Der hat ja hier vor 2 Wochen ein wunderschönes Freistoßtor geschossen, kurz ausgeführt. Wieder Raul Paula mit dem langen Ball. Da ist Julian Kudalla und Tor. Jo, das ging schnell. 3. Minute, 1-0 für die U21. Kurz ausgeführt, Drakas auf Raul Paula, geht dann den zweiten Pfosten und da steht dann Kudalla. Ja, und der Ball geht Niklas Heilmann durch die Beine. Oder schauen in Liga 3 vorbei, da ist bisher 2 Tore gefallen. Meppen gegen Aue nach kurzer Zeit schon 1-0. Jetzt David Tomic links im Strafraum. Ist der Schuss. Oh, der geht ganz knapp vorbei. Nicht so schlecht von Christian Mauersberger. Sehen wir uns nochmal hier eine Slow-Mo an. Ja. Wobei, da muss man jetzt ja fast überlegen, ist das heute... Schöner Ball von Luca Bazzoli auf die rechte Seite. Julian Kudalla hat Platz, zieht ihn in die Mitte, setzt ihn auf links. Oh, ah, okay, aber schöner Schuss. Niklas Heilmann ist da im Eck, kann den Ball aber nicht ganz festhalten und so gibt es die nächste Ecke. Die zweite dann. Jetzt wieder ein Fehler im Spielaufbau, diesmal Raul Paula. Dann geht es jetzt mal über die rechte Seite. Da ist Zöckler. Ja, der ist nicht so schlecht. Also, da stehen da Özkaya und David Tomic. Der eine mit rechts, der andere mit links. Und Zöckler macht's und der ist nicht so schlecht. Ja, da musste Flo Schock dann erstmal die Fäuste hochreißen. Da ist wieder Özkaya. Keine so schlechte Variante. Also der wäre auf jeden Fall ins Tor reingegangen. Also jetzt, wenn er gerade ausschaut, dann könnt ihr ihn so leicht erkennen. So, jetzt mal Kontersituation, Lukas Laupheimer. Ja, der war nicht so schlecht. Schauen wir uns nochmal an. Setzt sich da auf rechts durch. Ja. Ja. Und nach wie vor hat also das frühe 1-0 aus Minute 3 von Julian Kudalla Bestand. Eigentlich aus einer Halbchance direkt den ersten Ball. Er hat schön abgelegt. Marco Wolf im 16er. Und wird dann von hinten eigentlich gestoßen. Ja, aber Martin Wilke sagt, das ist kein Foul. Und jetzt gibt er doch den Freistoß. Ja, aber das ist jetzt Diskussion, weil eigentlich war das Foul im 16er. Da würde ich dann auch gleich gerne nochmal die Zeitlupe sehen. Aber wir haben keine. Okay, aber da ist jetzt Martin Wilke sich unsicher. Also erst pfeift er gar nichts, dann pfeift er wahrscheinlich auf Hinweis seines Assistenten doch den Freistoß. Aber eigentlich war das Foul dann ja, gefühlt im 16er. Jetzt natürlich viele Diskussionen, viel mehr Blaue um ihn rum als Weiße. Also Niklas Heilmann stellt sich die Mauer von sich aus gesehen auf die rechte Seite. Da schauen wir mal, wo der Ball dann gleich hinkommt. Bociaris, der geht in die Torwarthecke und nicht so schlecht. Etwas ruppiger im Spiel aus, aber da waren noch einige einfach für taktische Fouls oder ja. Jetzt kommt der Ball, der ist nicht so schlecht. Und der ist drin, ja, da ist endlich das Tor. Das ist Kehl Gomez und das ist nicht so unverdient, muss man dann dazu sagen. Die U21 einfach zu wenig gemacht. Da kommt die lange Flanke von Velagic, der geht durch Freund und Feind durch und Kehl Gomez steht da. Ja, und hatte natürlich das leere Tor vor sich. 82. Spielminute. Hoppe, Bazzoli, Laupheimer. Ja, das sieht, am Ball sind die Jungs dann schon gut. Sich jetzt aber zwingende Torchancen rausspielen, das hat bisher nicht geklappt. Jetzt Jonas Weig, der hat einen guten linken Fuß, der geht rein in den 16er, versucht es mit rechts. Ja, warum nicht? Er hat ein gutes Spiel gemacht, immer anspielbar gewesen. Vorne viel angelaufen, viel Meter gemacht. So, wieder der Ball raus, der eigene Fehler aus der Hälfte. Das ist geriskiert, da ist Zöckler. Der wird abgefälscht und es gibt nochmal Eckball. Der war nicht so ungefährlich. Der 6. Ist wahrscheinlich ein langer Ball ist noch drin. Wenn Martin Wilke noch Lust hat, dann lässt er das jetzt noch ausführen, aber die U21 sieht nicht so aus, als ob sie den Ball überhaupt noch mal nach vorne schlagen möchte. Aber die Gäste stellen natürlich auch gut zu und so ist hier Feierabend. 1-1 im Derby zwischen dem VfB und der SGV Freiberg. Für die U21 muss man leider sagen, ja, ein Tick zu wenig. Dafür haben sie aber auch zu wenig gemacht.